Was geht ab, Leute? Sane ist wieder da und zwar heute mit einer unglaublichen Theorie. Und zwar, es gibt ein viertes Mondvolk. Wie ich darauf komme? Inspiriert wurde ich zu dieser Theorie von Saffron Kaizoku, einem Member aus dem Oro Jackson Forum, der diese Theorie zum ersten Mal aufgestellt hat. Links gibt es wie immer in der Beschreibung. Ich habe mir diese Theorie durchgelesen, Nachforschungen angestellt und diese Theorie nochmal deutlich erweitert und verbessert. Ich habe nicht nur weitere Aspekte gefunden, die seine Theorie unterstützen, ich habe möglicherweise sogar herausgefunden, wie es zu diesem Krieg kam und wie dieser abgelaufen sein könnte. Da die Theorie recht lange und relativ komplex ist, nenne ich zur Vereinfachung dieses vierte Mondvolk die Dees. So, und jetzt geht's los. Wenn wir uns die Coverstory rund um Enel anschauen, sehen wir, dass die unbekannte vierte Rasse, also die Dees, weiter unten stehen. So wie in der nächsten Coverstory die anderen drei Rassen. Könnte also bedeuten, dass diese schon früher als die anderen drei Mondvölker auf der Erde waren. Frage ist nur hierbei, wieso? Wenn wir uns das Bild noch einmal genauer anschauen, sieht es nicht so aus, als wäre das Ganze recht freiwillig gewesen. Der Skypianer hält eine Art Stab in der Hand und hinter ihm drei bewaffnete Automata. Wenn wir uns hierzu wieder das nächste Bild anschauen, sieht man, dass die drei Automata weinen. Wieso weinen sie aber nicht, als die Dees gingen? Die Dees haben möglicherweise irgendwas angestellt, sodass sie von den anderen drei Mondvölkern verbannt worden sind. Hier stellt sich nun die Frage, wieso hat Ruffy dann keine Flügel? Die Himmelsrassen werden oft mit Engeln verglichen. Im Islam zum Beispiel sagt man, wenn ein Engel vom Himmel verbannt wird, werden seine Haare und seine Flügel abgeschnitten. Auch in anderen Religionen werden gefallene Engel ohne Flügel dargestellt. Vielleicht ist das Ganze vor ca. 5000 Jahren passiert, also 3900 Jahre bevor Shandura gebaut wurde. Und sie könnten den Leuten aus Ohara geholfen haben, den Baum des Wissens zu pflanzen. Deshalb hatte Ohara auch so ein riesiges Interesse daran, die Poneglyphe zu erforschen, da sie die ersten Menschen waren, die Kontakt mit den Dees hatten. Wie kommt man nun aber drauf, dass die Leute des antiken Königreichs, also die Dees, und die bösen Antiken dasselbe Himmelsvolk waren? Es gab im alten Indien ein Epos, und zwar die Schlacht zu Kurukshetra, in denen der Clan der Pandava und der Kurava gegeneinander kämpften, um den Platz auf dem Thron von Hastinapura des Königreichs Kuru. Kleiner Randfakt, das ist eine Münze des Königreichs Kuru. Erkennt ihr dieses Muster? Sieht doch ähnlich den Spiralen auf den Teufelsfrüchten aus, oder nicht? Der Krieg beinhaltete nicht nur diese beiden Clans. Denn diese beiden Clans wurden noch von ihren verbündeten antiken Königreichen unterstützt. In One Piece übertragen heißt das, die bösen Antiken plus 20 Königreiche gegen die Dees und ihre Verbündeten, so zum Beispiel die Riesen, die Dwarfs, die Fischmenschen und so weiter. Diese beiden Clans waren eigentlich mal ein Clan, haben sich aber in zwei gespalten. Da sie sich untereinander stritten, wer denn nun eigentlich der nächste Herrscher werden soll. In diesem Krieg gab es fliegende Streitwagen, göttliche Waffen und einen Gott, der in Menschenform einer Salte half. Am Ende haben die Pandavas den Krieg gewonnen und die Kauravas sind gefallen. Von den Pandavas haben genau 5 Leute überlebt. Komischerweise haben wir genau 5 Weise, von welchen schon lange spekuliert wird, dass sie zur damaligen Zeit schon gelebt hatten. Aber nicht nur das, vereinzelt haben auch ein paar Kauravas überlebt, die dann geflohen sind. Dies sind unsere Dees, die übrig geblieben sind. Achtung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Und zwar gebe ich euch jetzt den originalen Mythos weiter. Nur tausche ich einfach die Clan-Namen aus. Das heißt, anstatt Kauravas sage ich Dees und anstatt Pandava sage ich böse Antike. Einfach damit ihr die Story leichter in One Piece einbinden könnt. Los geht's! Der König der Dees war Drishtarshtra. Er war der Bruder von Pandu, dem König der bösen Antiken. Der König der Dees war blind, deshalb war er nicht der König. Ihn hat es immer gestört, dass er nur aufgrund seiner Blindheit nicht König sein konnte. Eines Tages aber hat Pandu einen Einsiedler bei der Jagd getötet. Daraufhin floh er mit seiner Frau auf einen Berg und Drishtarshtra wurde der König. Problem an der Sache für die Dees war, dass die antiken Bösen die rechtmäßigen Thronfolger sind, sollte Drishtarshtra sterben. Da dieser das nicht wollte, vereinbarte man, dass ein Teil des Königreichs an die bösen Antiken geht, das Zentrum aber bei den Dees bleibt. Und das ist das antike Königreich, was wir damals von Professor Clover in seinen Gedanken gesehen haben.
Bei einem Würfelspiel gewann der Sohn des Königs der Dees durch Betrug. Dadurch mussten die bösen Antiken ihr ganzes Territorium an die Dees abgeben und ins Exil für 13 Jahre. Als die 13 Jahre abgelaufen waren, weigerten sich die Dees das Territorium wieder abzugeben, da sie behaupteten, die bösen Antiken wären während der Zeit des Exils entdeckt worden und dass es nie ausgemacht war, es wieder abzugeben. Und so kam es zum vorher genannten Krieg. Die Geschichte wird so erzählt, dass der König der Dees, welcher selbst blind war, die Geschichte von seinem Berater namens Sanjaya erzählt bekommt. Jedes einzelne Detail. Denn Sanjaya hat eine Gabe. Auch wenn er weit weg ist, konnte er alles sehen. Er hörte Sachen, die normale Menschen nicht hörten. Hört sich für mich nach The Voices of All Things an. Der Gott Krishna, welchen ich im weiteren Sinne Imsama nennen werde, hat versucht, die Dees dazu zu bringen, keinen Krieg auszulösen. Sie sollten den antiken Bösen ihre Hauptstadt wiedergeben oder wenigstens ein paar Städte. Der Sohn des Königs der Dees wollte dies nicht und versuchte, Krishna gefangen zu nehmen. Doch dieser lachte und ging zu den antiken Bösen und sagte, dass Krieg unausweichlich sei. Imsama ging zu Kana, dem ältesten Sohn vom König der bösen Antiken, dass dieser hilft bei diesem Krieg. Aber Kana sagte, er würde gegen die bösen Antiken kämpfen, da er noch eine Schuld zu bezahlen hatte. Der älteste Sohn des Königs des Dees und der stärkste Krieger der bösen Antiken gingen zu Imsama. Imsama sagte, dem einen würde er eine riesige Armee geben, dem anderen sich selbst als Nichtkämpfer. Der Krieger der bösen Antiken durfte wählen und er nahm den Gott Imsama als seinen Streitwagenfahrer. Der Sohn des Königs der Dees hielt den Krieger für dumm und nahm dankend die Armee des Gottes. Da ich nicht glaube, dass es sich hierbei um eine tatsächliche Armee hielt, könnte es hierbei entweder um die Teufelsfrüchte gehen oder aber um die drei antiken Waffen. Und die bösen Antiken nahmen somit Gott, also Imsama, zu sich. Die Dees hatten in der Geschichte Verbündete, die Pragyotisha. Und die bösen Antiken hatten die 16 Königreiche des antiken Indiens hinter sich. Das ähnelt sehr stark den 20 Königreichen der Weltregierung. In diesem Krieg gab es einige Regeln, die von beiden Seiten eingehalten werden mussten. Eine davon war, dass der Kampf anfing bei Sonnenaufgang, also bei Dawn. Auch das haben wir nun schon öfter im One Piece gehört, dass es einen neuen Sonnenaufgang geben wird, wenn die Dees erscheinen, beziehungsweise einer der Dees wird einen neuen Sonnenaufgang bringen. Es wird gesagt, als sich die beiden Truppen gegenüberstanden, schauten die bösen Antiken Richtung Osten, die Dees Richtung Westen. Wer befand sich im East Blue? Ruffy. Wir haben ja immer noch die ungeklärte Sache, welches Verbrechen Sunisha beging, um für immer im Meer laufen zu müssen. In der Geschichte haben die Dees Elefanten auf die Weltregierung losgelassen. Einer der bösen Antiken griff die Elefanten an, so dass diese vor Panik austicken und viele der Dees niedergetrampelt haben. In der Geschichte kommt ebenfalls eine Schlangenprinzessin Ulupi vor, eine Anspielung auf Boa Hancock. Die Verssammlung, in der diese Geschichte geschrieben steht, nennt man Jaya, eine weitere Parallele zu One Piece. Im Manga-Band Nummer 27 sehen wir die vier Priester Skypias und darunter Ruffy mit Flügeln. Ist das ein mögliches Foreshadowing seitens Oda, dass die Dees früher Flügel hatten? Oder erinnert ihr euch noch an die Stelle, wo die Strohhüte die drei riesigen Schatten von Shandianern am Himmel sahen? Dies könnte für die drei Mondvölker stehen. Später am Ende des Arcs sehen wir nochmal so eine Szene, aber mit Ruffy als riesiger Schatten. Ein weiteres Foreshadowing? Wenn wir uns nochmal die Coverstory ansehen, wo man die vierte Person sieht, schaut mal auf seinen Hut. Eine Rundung mit einem größeren Rand unten, geformt wie ein Hut. Ein Strohhut. Und wieso sehen wir die Augen nicht dieses Charakters? Hat dies vielleicht etwas mit Imsama speziellen Augen zu tun? Wer weiß. Am Ende des Krieges gewannen die bösen Antiken gegen die Dees, also in der echten Story die Pandavas gegen die Kauravas. Aber bis heute streiten sich noch viele Historiker dabei, wer denn nun eigentlich tatsächlich gewann. Denn viele Historiker sagen, dass der eigentliche Sieger
des ganzen Krieges Gott Krishna, also im Sama war. Denn er wollte eigentlich erst helfen, doch wurde von den Des dann etwas niedergemacht. Und aufgrund seiner Rache gewann die eigentlich und zahlenmäßig unterlegene Armee der Pandavas, also der bösen Antiken. Denn die Kauravas, also die Des, hatten eine viel, viel höhere Streitmacht. Es waren ungefähr 1 Million Menschen mehr, laut Schätzungen. Trotzdem gewannen die Pandavas, also die bösen Antiken, weil Krishna, also im Sama, seine Finger im Spiel hatte. Was haltet ihr von dieser Theorie? War etwas kompliziert, ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich rüberbringen können. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, einen kleinen Klick auf den Abonnieren-Button, einen kleineren Klick auf die Notification-Bell und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.